Hi, ho und willkommen zu meinem Video. Ja, ich erzähle euch eine Geschichte. Als ich ein kleines Mädchen war, da gab es noch keine laktosefreie Milchprodukte und so weiter. Und meine Oma hat dann immer Sprühsahne gekauft, weil, naja, war einfach praktischer, weil sie oft viele Gäste bekommen hat und da immer Sahne zu schlagen. Und wenn sie dann doch mal frisch Sahne geschlagen hat, war es oft so, dass es dann nicht gereicht hat. Und bei Sprühsahne, da muss man halt, hat sie gewusst, zwei Dosen und alle sind versorgt. Ja, die gute alte Zeit. Ja, und dann gab es plötzlich Minus-L-Produkte, also ohne Laktose. Und da hat meine Oma immer noch die Sprühsahne gekauft, die Minus-L-Sprühsahne. Und ich kann die nicht essen. Die ist grauenhaft. Es tut mir echt leid. Und ich weiß, dass es viele Leute, die laktoseintolerant sind, für die ist es echt bitter. Aber die ist nicht gut. Es tut mir wirklich nicht gut. Ja, und so ist dann, dann habe ich auf jeden Fall keine Sprühsahne mehr gegessen. Und dann habe ich vor ein paar Wochen habe ich gewusst, dass ich ja Besuch bekomme. Und dann habe ich überlegt. Und dann habe ich gesagt, nee, Sahne schlagen will ich jetzt nicht. Also nehme ich einfach eine gut und günstige Sprühsahne. Und die ist wieder gut. Die ist wieder gut. Also es liegt wirklich an der Laktose, wie es scheint. Für mich war es eine interessante Info. Und ich habe mir so gedacht, okay, gut. Dann will ich auf jeden Fall jetzt wieder. Also ich benutze jetzt Sprühsahne, aber keine laktosefreie. Aber auch nicht so viel, weil so oft braucht man es ja auch nicht. Und ja, also die ist haltbarer, als wenn man jetzt zum Beispiel jetzt einfach Sahne aufschlägt. Wobei ich ja da als Alternative noch Milchschaum aufschlagen könnte, aber da habe ich nicht mehr so viele Pulverchen. Also ja, gut. Gut, das war alles dazu. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.